Ich habe immer gedacht, so als Kind, oh, wenn ich da mal vor der Kamera stehe, dann werden mich alle lieben. Mhm. Gegenteil, es werden dich viel mehr Leute hassen. Ich habe den Satz vom Arzt wirklich bis heute noch wortwörtlich im Ohr, als er zu meinen Eltern sagte, wir können aktuell für ihre Tochter nichts machen. Es ist jetzt wirklich Endstation. Es ist der bewusste Übergang in die geistige Ebene, um dort mit zum Beispiel verstorbenen Personen Kontakt aufzunehmen. Ich stelle mir so ein bisschen wie Beamen vor jetzt einfach mal, ja? Okay, beam me up, Scotty. Gucken die uns zu bei dem, was wir machen? Wenn man zum Beispiel nackt ist oder sowas, dann stelle ich mir vor, beobachtet einen dann jemand? Und ich weiß, wenn ich die Kopfhörer weggelassen habe und die Straße entlang gegangen bin, hat einfach jeder Mensch, der mir vorbeigegangen ist, was Abwertendes über mich gesagt. Der wollte einfach, hat gesagt, die Kleine ist hübsch, die wird mit 23 irgendwie weggehen wie geschnitten Brötchen. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Von Träumern und Spinnern, das ist heute unser Thema hier im Alten E-Werk in Baden-Baden. Und wir freuen uns auf diese Gäste. Eva Habermann hatte den Traum, Schauspielerin zu werden, auch gegen den Willen ihres Vaters. Denn der erfolgreiche Rechtsanwalt hatte für seine Tochter etwas Bodenständigeres im Sinn. Welchen weiteren Schritt sie in der Zwischenzeit nach dem Tod ihres Vaters gewagt hat, davon berichtet Eva Habermann. Im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht verlor Tina Sorab als Jugendliche ihr Augenlicht. Doch sie wollte sich nicht damit abfinden, deshalb ein anderes Leben führen zu müssen. Wie sie es als blinde Frau geschafft hat, Make-up-Künstlerin zu werden und wie sie damit das Leben vieler bereichern möchte, hören wir von Tina Sorab. Herzlich willkommen. Skeptische Blicke ist Gerhard Zirkel gewohnt. Als Schamane spürt er eine starke Verbindung zu den höheren Wesen, die uns nach schamanischem Glauben umgeben. Doch nicht jeder hat dasselbe Vertrauen in seine Rituale. Wie dieser Weg für ihn seinen Anfang nahm und wie er mit Kritik umgeht, das erzählt uns Gerhard Zirkel. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Anna Vonnemann wollte ihrer behinderten Tochter das Leben leichter machen. Sie ertüftelte eine Alltagshilfe und das, obwohl sie kaum etwas von Technik verstand. Wie aus einer Vision ein realer Prototyp wurde und wieso sie im Alter von 65 Jahren noch ein Start-up gründete, das erfahren wir von Anna Vonnemann. Herzlich willkommen. Für Riccardo Simonetti war bereits früh klar, ich will ein Star sein. Dass er mit seiner schrillen Art in seinem kleinen Heimatort auffiel, sorgte auch immer wieder für schmerzhafte Erfahrungen. Ob er heute dort angekommen ist, wo er hin wollte und was seine nächsten Ziele sind, das hören wir von Riccardo Simonetti. Für den Philosophen Wilhelm Schmid sind Träumer und Spinner diejenigen, die die Menschheit weiter voranbringen. Denn jede große Idee war irgendwann einmal ein Hirngespinst. Warum es wichtig ist, an Träume zu glauben und warum sie manchmal auch unerfüllbar bleiben, das sagt uns Professor Dr. Wilhelm Schmid. Frau Habermann, wenn wir über Träume und das Leben reden, fangen wir bei Ihnen mal ganz früh an. Sie sind geboren und aufgewachsen in Hamburg. Mhm. Ihr Vater war Rechtsanwalt, Jahrgang 32, Ihre Mutter Jahrgang 43, also eine ganz andere Generation. Nehmen wir mal Ihren Vater. Was war denn seine Vorstellung von einem traumhaften Leben für Sie? Was hat er gedacht? Es ist ja nicht jede Weisheit für jeden gleich gut. Mhm. Und er ist halt in einer Zeit groß geworden, wo es einfach so war, die Frau, man soll halt als Mann der Frau ein schönes Nest bieten, wo sie alles hat, wo sie sich quasi wirklich um die Familie kümmern kann und um ihre Kinder, was ja auch gut war. Heutzutage wollen wir irgendwie alles, weil wir einfach auch irgendwie so viele Möglichkeiten haben. Und er meinte das auch wirklich sehr gut. Also Frauen sollen ein schönes Nest haben, ist ja seit Jahrtausenden so. Frauen haben ein Nest, ja, der Sohn übernimmt dann meist den Beruf des Vaters. Vergessen wir manchmal, Herr Schmid, dass das über Jahrhunderte die Regel war und dass da gar kein Platz war für Träume, für andere Wege? Oh ja, das vergessen wir. Wir vergessen, dass über viele Jahrhunderte hinweg die meisten Menschen sich Träume, ja, erlauben durften sie sich, aber nicht davon träumen, dass sie etwas realisieren. Mhm. Träume realisieren war
lange, lange Zeit etwas für Reiche und Mächtige. Und die Armen und Machtlosen, die allermeisten Menschen, die hatten sich zu bescheiden mit der Wirklichkeit, in der sie leben. Und wenn sie träumen wollten, konnten sie sich ins Jenseits träumen. Insofern leben wir eine völlig andere Zeit, die man die Moderne nennt. Das hat 200 Jahre gebraucht, um das aufzubauen. Denn Träume realisieren braucht ein paar Bedingungen. Zum Beispiel sich von sozialen Zwängen zu befreien. Frauen insbesondere. Und über materielle Mittel zu verfügen und Bildung, um überhaupt träumen zu können. Frau Habermann, was hat denn Ihr Vater dann gesagt, als Sie gesagt haben, ich will Schauspielerin werden? Das wirkt jetzt so, also ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, das über meinen verstorbenen Vater zu sagen. Aber ich sage einfach, der wollte einfach, hat gesagt, die Kleine ist hübsch, die wird mit 23 irgendwie weggehen wie geschnitten Brötchen. Also quasi so, die findet jemanden, ist dann gut aufgehoben und die kriegt auch einen guten ab. Und ich werde schon einen guten finden, wenn sie keinen findet. Und meine Mutter war halt das typische Bild, die war Hausfrau, die hat das größte Ziel für sie war, Kinder zu haben. Was ich so wahnsinnig interessant fand. Also mein Vater war sehr erfolgreich, hat sehr viel verdient. Und dann, als er aber alt war, hat er wirklich gesagt, das Größte, was er in seinem Leben geschafft hat, waren diese wunderbaren Töchter. Und das finde ich so schön, dass das eigentlich alle Menschen wahrscheinlich genauso sehen oder haben. Wenn man dann alt ist auf einmal, dann sagt man, was hat wirklich einen Wert? Weil Geld wärmt einen nicht in der Nacht. Geld wärmt einen nicht. Trotzdem, was hatten Ihre Eltern dann gerade deswegen vielleicht auch für ein Bild von der Schauspielerei? War das brotlose Kunst oder was war das für Sie? Meine Eltern haben ja recht. Es ist sehr schwer als Schauspieler, weil es ist wirklich, es wird kein Schauspieler öffentlich gesucht quasi, sondern es gibt so viele, dass es echt sehr hart ist. Und das besonders Schwierige daran ist, dass es alles sehr sensible Menschen sind. Und viele bleiben halt auch wirklich darauf auf der Strecke. Weil es, dieser Job geht eigentlich letztendlich um, dass man angenommen wird oder abgelehnt wird. Weil wenn du nicht genommen wirst beim Casting, ist es ganz schwierig, dir selber zu erklären, es lag nicht an dir. Du hast einfach nicht gepasst. Du hattest was anderes in der Ausstrahlung als diese andere Frau. Also es gibt immer Leute, die den Daumen so oder so... Ja, aber du darfst es nicht auf dich selber beziehen. Dann bist du einfach nicht die Richtige. Und damit musst du leben, einfach als Schauspieler. Und nicht sagen, sobald... Also darfst dich nicht über das Außen definieren, was sehr schwierig ist. Was hat sie denn dann dahin gezogen? Also jetzt wissen Sie, dieser Traumberuf hat auch seine Schattenseiten. Aber was hat sie als erstes dahin gezogen? Pure Rebellion. Weil ich habe gesagt, ich möchte etwas wissen oder etwas erleben, was meine Eltern nicht haben. Nämlich wirklich die weite Welt, wirklich selbstständig sein, mit allem Risiko, auch wirklich unbeschützt quasi auf die Nase fallen und einfach seine eigenen Erfahrungen zu machen, wovon meine Eltern auch überhaupt keine Ahnung haben. Das war für die wirklich so wie, okay, die macht das da, aber lass sie mal. Wie ernsthaft haben Sie dann gemacht? Wie ernsthaft sind Sie dann losgezogen und sind Ihrem Traum nachgegangen? Ich war also schon als Schauspielerin, ich war sehr, sehr, sehr entschlossen. Wenn ich irgendwas bin, ich werde oft gefragt, was macht dich aus, Eva? Und ich sage immer, also meine drei Attribute wären, ich bin verrückt, ich bin... Sind Sie heute hier richtig? Ne? Ja, ich weiß, ich habe schon gesehen. Ja, genau. Ich bin A, verrückt, dann bin ich eigentlich wirklich ein sehr großer, trotzdem Realist. Und dann bin ich gleichzeitig aber extrem willensstark. Ich setze mir was in den Kopf und also ich gehe damit nicht irgendwie durch Wände, aber wenn die Wand irgendwann nicht nachgibt, dann versuche ich mir einen neuen Weg zu finden. Und dann haben Sie ja Ihren Weg gemacht. Sie waren mit 17 schon Moderatorin, mit 17 Schauspielerin. Hat das denn dann wiederum Ihre Eltern überzeugt, dass Sie sagten, ach, also jetzt glauben wir dann doch, was unser Kind da sagt, war wohl doch das Richtige für Sie? Oder? Na, das Gefährliche bei Skeptikern, was meine Eltern definitiv waren, also sei es aus Sorge oder einfach, weil sie das Gute für mich wollten, sobald, wenn es funktioniert, ist alles super. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist alles furchtbar. Wir haben schon immer gesagt, und ab 30 spielt man nicht mehr Rollen, weil das ist halt so. Also haben einfach immer, die waren sehr... sehr regelkonform. Meine Eltern waren super konservativ. Und ich war für die immer so ein bisschen irgendwie amüsant, aber gleichzeitig ein bisschen suspekt. Was aus dieser suspekten Frau geworden ist, haben aber viele gesehen. Sie haben viel moderiert, sie haben auch schon sehr, sehr viele Filme gemacht, an die wir uns auch sehr gerne erinnern. Und du brauchst doch nicht glauben, dass es mir um diesen ganzen Promi-Rummel geht. Das ist es nicht. Musst du mich so erschrecken? Nein, ich versteh's einfach nicht! Warum haben Sie denn alle Brücken abgebrochen, um hierher wieder zurückzukommen?
Balimara ist meine Heimat. Ist das der einzige Grund? Du hast gesagt, mach das wieder auf, das gibt sonst eine Narbe. Und er hat es eben nicht gemacht und ich war viel zu benebelt, um irgendwas zu sagen. Ich hätte so gern einfach nur eine Emotion von dir. Schrei mich doch wenigstens mal an! Sag mal, spinnst du? Deliziös. Du bist deliziös. Nun haben Sie gesagt, Ihre Eltern waren Skeptiker und haben gesagt, ach, wenn du 30 bist, dann gibt es sowieso keine Rollen mehr. Haben die in gewisser Weise recht gehabt? Also Sie haben ja immer wieder Rollen, aber sind es weniger geworden? Ja, die haben absolut recht. Also meine beste Phase war zwischen 20 und 30. Weil man hat einerseits einen Vorteil, wenn man mit einem gewissen vererbten Aussehen gesegnet ist. Andererseits ist es so, dass Menschen oft nicht an dieser Fassade dann vorbeischauen können. Weil das ist wie eine Fassade, weil die Leute konzentrieren sich erstmal auf dein Äußeres und erst dann auf dein Inneres. Und manche Leute dringen gar nicht dadurch. Das heißt, ich habe zwischen 20 und 30 war auch super, dass ich das gleich genutzt habe und dass ich gesagt habe, okay, weil man muss ja immer irgendwie seine Sparte finden. Und ich finde es auch falsch, wenn man dann so aussieht, dass man dann sagt, ich will jetzt was ganz was anderes. Und ich finde das doof, weil es wird einem ja quasi auf dem Weg geschenkt. Es wird einem auf dem Weg wirklich gelegt. Und ich meine, was kann einem Besseres passieren, als wenn man dann sehr viel dreht? Und Sie haben dann aber ja auch gesagt, man darf das nicht persönlich nehmen, wenn dann keine Angebote kommen oder wenn man dann den Job nicht kriegt. Trotzdem, ist es nicht auch verletzlich, wenn die Leute nur die Fassade sehen? Ich meine, sie sind ja mehr. Es ist schon verletzend. Andererseits sage ich ja, man muss immer gucken, wie man damit umgeht. Und wie gehen Sie damit? Ich habe damit gelernt, umzugehen, dass die Leute nicht recht haben, weil sie mich eventuell gar nicht kennen. Und dass ich somit auch gar nicht mich davon abhängig machen darf, was die denken, sondern ich muss das tun, was in mir steckt und was raus muss. Und es ist eigentlich egal, weil dann ist es einfach so, entweder die Leute mögen es oder sie mögen es nicht. Ich meine, nach außen sieht ja so etwas, Sie haben von Fassade gesprochen, sieht diese Welt ja auch sehr glamourös aus. Und es sieht dann oft auch, wenn man Schauspielerin ist und wie Sie auch viele Rollen hatte, dann sieht alles so glatt aus und erfolgreich aus. Aber das nach außen ist ja das eine, nach innen kann es ja auch anders aussehen. Sie haben vor gar nicht langer Zeit auch ein Interview gegeben in einer Zeitschrift, in der Sie auch gesagt haben, ich hatte mal Probleme mit Alkohol und Probleme mit Tabletten und es gab auch eine Phase in meinem Leben, da hatte ich mein Leben gar nicht mehr so richtig im Griff. Wie sind Sie in diese Phase hineingeraten? Also ich hatte schon generell, seitdem ich 15 war, ungefähr Depressionen. Ich hatte das auch sehr regelmäßig, weil ich einfach jemand bin, der sehr sensibel ist, der immer ein Außenseiter war, weil ich habe immer so ein bisschen anders gedacht. Ich weiß nicht, mein Hirn funktioniert irgendwie anders und ich bin ganz, ganz schlecht darin, mich anzupassen. Das führt dazu, dass man entweder sagt, diese Person ist super, weil sie anders ist, oder diese Person ist furchtbar. Weil man dann eben auch auf eine gewisse Weise die Ordnung in Frage stellt, weil man eben nicht mit den Mädels auf dem Schulhof steht und irgendwie eine raucht oder halt das macht, was man machen sollte. Weil es gibt so bestimmte Vorstellungen in uns, ich finde, die sind heute stärker denn je, wie man es zu sein sollte. Weil wir sollen heutzutage alle so sein wie die Glamour-Welt. Wir sollen alle erfolgreich sein, wir sollen gleichzeitig wunderschön aussehen, nie gestresst sein, immer voller Energie sein, gleichzeitig 5 Kinder haben und auch noch erfolgreich eine Chefin. Und jeder kennt einen, wir sind auf jeder Party und gleichzeitig zu Hause. Das geht einfach nicht. Und das ist das Problem, dass wir einfach zu viele Sachen haben und uns dadurch auch so ein bisschen diffus aufteilen. Und man kann sich nicht aufteilen. Das habe ich auch gelernt, weil sonst brennst du aus. Also die Krise ist dann aber in Ihnen entstanden, hatte gar keinen äußeren Anlass. Na doch, es hatte immer einen äußeren Anlass. Ich war immer psychisch überlastet dadurch, dass zu viel kam. Weil ich bin genug beschäftigt damit, in meinem Leben irgendwie damit so klarzukommen. Auch, dass ich ein Spinner bin, auch, dass ich ein Außenseiter bin, auch, dass ich verrückt bin. Ich bin einfach nur anders. Also ich bin halt nicht so, weiß nicht, das ist halt so ein bisschen so eine Sache an mir. Ich bin auch, also das ist halt so. Und wenn dann noch was dazu kommt, am liebsten so in Beziehung oder so, weil das Beziehungen sind natürlich mein Halt immer gewesen. Weil wenn du immer unterwegs bist und eigentlich kein Zuhause hast, ist der Mensch, den du immer anrufen kannst, das ist dein Zuhause. Also eigentlich wird dein Handy zu deinem Zuhause. Weil da erreichst du die Person, mit der du reden willst. Und wenn die auf einmal weg ist, dann ist alles weg. Und das ist sehr unheimlich daran. Deswegen zumindest musst du, wenn du immer unterwegs bist, irgendwo eine Basis haben. Also wenn
die Erwartungen da sind, der Stress, die Überlastung und dann noch Einsamkeit dazu kommt, dann ist irgendwann vorbei. Aber es kommt noch was dazu, nämlich dann, wenn du unglücklich bist, dann versuchst du erstmal nicht unglücklich zu sein, weil dann fällst du ja wieder rauf, weil Depressionen sind sehr uncool. Und deswegen Alkohol. Und dann fängst du an zu trinken, dann bist du besser drauf, dann gehst du mit deinen Freunden aus und nicht jeder sagt zu dir, ach komm, was ist denn heute los mit dir, sondern dann bist du ein bisschen fröhlicher. Das sehen wir auch in dem Film Die wahre Schönheit, da sagt meine Rolle, Mona auch am Anfang, wenn ich trinke, ist meine Welt wenigstens schön. Jetzt ist es so, wenn wir irgendwas am Bein haben, dann sieht das jemand und weiß, okay, der hat jetzt einen Gips, das ist dann und dann vorbei, jeder kann damit umgehen. Wenn Sie in so einem Tief waren und vielleicht dann aber nicht mehr so funktioniert haben irgendwann, wie geduldig oder wie verständnisvoll waren die Menschen dann da in Ihrem Umfeld? Also in der Branche ist ja gefährlich, sage ich mal so, weil einfach du wirst danach beurteilt, wie du funktionierst. Wenn du gut funktionierst, alles super. Und das Ding ist halt, wenn du mal sagst, ich hatte eine Depression und damit auch offen umgehst, weil die meisten Leute trauen sich nicht, damit offen umzugehen. Also als ich in der psychosomatischen Klinik war, interessanterweise auch hier in Baden-Baden in der Nexus-Klinik, dann ist es einfach so, dass irgendwie das Menschen denken, du bist dann immer depressiv. Und das heißt, du kannst dir als Schauspielerin auch gar nicht besetzen, weil einmal depressiv, permanent. Das sind Depressive sind quasi Leute, in der Ecke sitzen, am besten Selbstmordgedanken haben und permanent weinen und nicht mehr funktionieren. Das ist aber falsch. Normalerweise kriegen die Leute das, wenn die Überlastungsphase zu Ende ist. Weil Depression ist ja eigentlich nur, dass du alles runtergeschluckt hast, deine Wut und alles, was dich so ausmacht irgendwie, weil du auch um Teufel komm raus versucht hast, dich anzupassen, dass du dazugehörst und dass die Leute dich mögen. Und irgendwann ist halt Schluss. Wenn Sie jetzt da so offen drüber reden und sagen, ja, ich hatte diese Phasen, dann kam Alkohol, dann kam Tabletten und ich war in der Klinik, gibt es dann auch Leute aus der Branche oder aus Ihrem Umfeld, die sagen, spinnst du? Ja, wie kannst du das erzählen? Gerade wenn Sie sagen, in der Branche wird doch immer nur die Taffe erwartet und die ihren Weg geht und die irgendwie mit Druck ganz lässig umgeht. Gibt es solche Leute? Ich begegne solche Leuten nicht. Das ist ja eher, das passiert ja alles hinter deinem Rücken eher. Okay. Und es war auch wirklich so, also meine Presseagentin hat zu mir gesagt, bevor ich das Interview der Bunten gegeben habe, war das da, habe gesagt, Eva, mach das nicht, du wirst nie wieder besetzt. Dann habe ich gesagt, dann werde ich halt nicht besetzt, ich werde eh nicht besetzt und ich drehe meine eigenen Filme und ich bin unabhängig, weil ich keinen Bock mehr habe, irgendwelchen Leuten nach dem Mund zu reden. Ich möchte das machen, was ich machen will. Eins frage ich mich, Sie haben ja gesagt, wie viele Erwartungen auf Sie drauf kamen und dass andere immer bestimmt haben mit ihren Erwartungen, wie sie zu sein haben. Jetzt produzieren Sie selbst Filme. Da gibt es sicherlich auch wieder Leute, Riesenrisiko, ist ja auch schon wieder, eine spinnerte Idee, das anzugehen. Aber ist es nicht vielleicht auch ein Weg, um zu sagen, ich habe jetzt selbst wieder das Steuer? Ich bestimme jetzt, was ich angehe. Ich bin diejenige, die nicht wartet auf einen Anruf, sondern die anruft. Ist das nicht auch dieser Impuls, der dahinter steckt? Das siehst du komplett richtig, weil es ist so, ich hasse es zu warten und ich bin sehr ungeduldig. Und wenn du möchtest, dass ich irgendwas organisiere, ich werde dir etwas komplett Unmögliches organisieren innerhalb von einer Viertelstunde. Ich renne sofort los und ich bin dann, mein Hirn ist dann so wie in Lichtgeschwindigkeit. Und ich finde es dann, weil ich bin total, ich laufe los und es gibt auch keinen, also ich gehe jetzt nicht irgendwie gegen Menschen vor, aber ich finde einen Weg, weil ich einfach daran glaube, also quasi alles ist möglich. Ich meine, einfach so, ich glaube auch, dass in jedem Menschen ein Genie steckt. Es hat jeder Mensch eine Begabung. Er muss sie einfach nur rauslassen und sich trauen, weil Künstler oder Menschen sind einfach generell sind, also du musst mutig sein. Es erfordert Mut zu sagen, ich traue mich dazu zu stehen, dass das meine Begabung ist. Nach all den Phasen, die Sie auch beschrieben haben, wie sehr sind Sie heute wieder bei sich angekommen? Was würden Sie sagen? Es geht mir besser denn je. Ich muss auch dazu sagen, es war halt auch so, ich bin sehr katholisch aufgewachsen und so. Und bei mir, ich war auf einmal, also ich liebe meine Eltern. Ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich das so sage, das klingt so negativ. Aber ich bin eigentlich erst richtig frei geworden, nachdem sie gegangen sind. Also nicht, also sage ich halt so, weil erst dann, überhaupt erst durch den Tod, habe ich kapiert, es kann jederzeit vorbei sein. Und du willst nicht, ich will nicht 80 Jahre alt sein und zurückschauen und denken, hätte, könnte, wäre, hätte ich bloß. Dann mache ich es lieber jetzt unter allen Umständen, als dass ich mein Leben nachher bereue. Das ist einfach falsch.
Toll, dass Sie da sind. Vielen Dank, Eva Habermann. Herr Schmid, brauchen wir vielleicht auch einfach Träume, um unser Gesichtsfeld zu erweitern, um uns auch die Möglichkeiten jenseits des Alltags immer wieder aufzuzeigen? Fast möchte ich sagen, das ist zwingend fürs Menschsein. Mhm. Denn sonst hätten wir auch auf den Bäumen sitzen bleiben können. Mhm. Da hätten wir eine gesicherte Wirklichkeit gehabt. Haben ja immer noch einige auf den Bäumen. Aber etwas hat uns offenbar bewogen, von den Bäumen herabzusteigen. Und dann ging es los, was bis heute andauert. Nämlich immer wieder die Wirklichkeit zu sprengen. Immer wieder anderswo hinzugehen. Aber sind nicht viele von uns immer in diesem Ringen drin, dass man sagt, ja, einerseits möchte ich es sprengen. Einerseits möchte ich das jetzt wagen, dieses Leben starten, weil ich träume davon. Auf der anderen Seite haben wir nicht auch ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität, die uns wieder zurückhält? Aber in Träumen die Wirklichkeit sprengen heißt ja nicht, die wirkliche Wirklichkeit zu sprengen. Mhm. Sondern in Träumen, auch in Illusionen, auch in Spinnereien, die Wirklichkeit aufzumachen, in Gedanken und in Gefühlen. Manchmal wird es dann dazu kommen, etwas davon zu realisieren. Und wir leben in der Zeit der Moderne, die es erlaubt, dass wir auch Träume realisieren können. Das war lange nicht so. Das halte ich für eine enorme Errungenschaft. Frau Vonnemann, Sie haben so einiges realisiert, muss man sagen, was viele nicht für möglich gehalten haben. Sie sind vor 3 Jahren dem Fernsehpublikum bekannt geworden durch eine Erfindung in der Sendung Die Höhle der Löwen. Für die, die das nicht gesehen haben, was haben Sie erfunden? Ich habe eine Art künstliches Gleichgewichtsorgan erfunden. Mhm. Und das habe ich gebaut für meine Tochter, die 3 Monate vor der Geburt einen schweren Schlaganfall hatte und damit so halbseitig gelähmt zur Welt gekommen ist. Und ungefähr als sie so 10, 11 Jahre alt war, da konnte sie kaum noch laufen und sollte in den Rollstuhl. Meine Tochter wollte das aber nicht, es ging ihr auch sehr schlecht. Was heißt das, dass es ihr schlecht ging? Erzählen Sie mal. So seelisch. Seelisch also auch, sie, also. Natürlich, also zu Anfang, wenn, das hat ich nicht gewusst, wenn die Kinder so geboren werden, sieht man erstmal gar nichts. Mhm. Ne? Also jetzt sehe ich das, aber damals nicht, auch die Ärzte nicht. Und dann kann sie erstmal sehr spät, erstmal gar nicht laufen und fangen dann sehr spät an zu laufen. Dann sieht das aber auch noch nicht so dramatisch aus, die humpeln dann. Und dann denke ich eben, also gut, die fällt ständig hin und dann humpelt sie. Das kriegt man mit guter Physiotherapie weg oder besser. Was konnte sie dann, was konnte sie auch nicht mehr, als es sich dann verschlimmert hat? Also sie können ja theoretisch laufen. Ja. Aber durch dieses Humpeln werden die Gelenke falsch belastet und die Muskeln falsch belastet. Und dann geht so eine Negativspirale los, dass die auch alles kaputt geht, die Muskeln entwickeln sich zurück, die Gelenke schmerzen und am Ende können sie gar nicht mehr laufen, beziehungsweise auch, dann entwickelt sich auch Spastik. Mhm. Denn als sie so, meine Tochter so 10, 11 war, dann wurde sie, oder dann begann das sehr heftig zu werden auch. Und die Kinder, im Kindergarten merken die ja gar nichts. Die kleinen Kinder sind super. Aber sobald die in der Schule sind, dann fangen die Kinder an, sie auszulachen. Oder wenn sich meine Tochter so die Stufen hochhangelt oder runtergeht, dann stellt man ihr noch zusätzlich ein Bein oder sowas. Keiner will mit einem Krüppel einkaufen gehen, die wollen sie auch nicht auf dem Geburtstag haben oder und das, so. Und das hat sie fertig gemacht, was man ja, sich ja klar, vorstellen man sieht kann. Das ja. Mhm. Na, und dann, und, war das dann der Impuls, dass Sie gesehen ja, haben? Ja klar, da musste ich ja was machen. Mhm. Was wollen Sie machen? Die Ärzte sagten, da ist nichts mehr zu machen. Ich bin auch von Arzt zu Arzt gerannt. Ich glaube ja nicht, wenn ein Arzt mir sagt, das geht nicht. Also Sie lassen sich da so schnell nicht stoppen? Nein, also dann kam dieser Moment, also mir war klar, dass sie in den Rollstuhl muss,
weil an schlechten Tagen konnte sie irgendwie gar nicht mehr laufen, da musste ich sie zur Toilette tragen. Und wenn als 10-11-jähriges Mädchen war das für mich schon, also sie war 10-11, die sind schon ganz schön schwer. Mhm. Ne? Und dann denkt man sich, wenn man sie da so trägt, und was ist dann in ein paar Jahren? Und was ist, wenn sie erwachsen ist, wer trägt sie dann? Na, wie soll das gehen? Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen? Also das ist ja schon noch mal ein Schritt, sich dann auch wirklich zuzutrauen, kein Arzt weiß es, keiner hat irgendwie was, also mache ich es. Das entwickelt sich so ganz automatisch. Mhm. Na, also was war denn dann Ihre Idee? Wie wollten Sie ihr denn? Erst hatte ich mit ihr so trainiert. Ich dachte, jetzt bringe ich, sie kann ja theoretisch laufen, dachte ich. Sie kriegte Krücken. Und dann fiel sie damit hin, dann schmiss sie sie gleich weg und sagte, ich will das nicht. Und dann dachte ich, warum soll sie denn Krücken haben? Sie hat doch Knochen, das sind doch Krücken. Ich muss sie nur, ihr das nur zeigen, wie man, wie sie die nutzt. Und dann fing ich an, mit ihr da so zu trainieren und ihr zu zeigen, wie kann sie ihre Knochen nutzen. Einfach, ich habe einfach hemmungslos mir was ausgedacht und ich dachte nur immer, mir war klar, ich kann an ihr was kaputt machen. Oh. Ja, natürlich. Mhm. Also, dann habe ich aber sehr kalt auch überlegt, was kann passieren? Also, ich mache was an ihr kaputt, sie muss in den Rollstuhl. Welche andere Alternative habe ich? Rollstuhl. Mhm. Dann welchen Rollstuhl wähle ich? Hat denn Ihre Tochter den Sinn darin gesehen? Also war die motiviert? Nö, überhaupt nicht. Ach, nicht. Nein, die war überhaupt nicht motiviert. Dann, wann hatten Sie denn das Gefühl, jetzt habe ich was, eine Idee, mit der ich Sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf den richtigen Weg bringen kann? Was war denn da? So kann man das nicht sagen. Also ich merkte, dieses Training funktionierte. Ich hatte ihr Gehen beigebracht, ganz okay. Normal. Ja. Und nur mit Training. Aber sie ging wie eine Marionette. Mhm. Also ich musste ihr jetzt sagen, jetzt heb das Bein, heb die Schulter, alles so. Und dann fährt man, man geht so, wie wenn man Auto fährt mit zugehaltenen Augen. Mhm. Und der andere sagt, jetzt fahr, mach mal eine Linkskurve. Und dann der Punkt, der bei mir wichtig war, war ein Streit mit einem Neurologen. Und der fand das absolut unverantwortlich, dass ich meiner Tochter Hoffnung mache, obwohl sie medizinisch gesehen gar keine Hoffnung hat. Dann hat er mir am Telefon eine halbe Stunde klargemacht, warum es überhaupt nicht gehen kann. Ich habe dann mit einer Tasse Kaffee auf dem Boden gesessen, ihm zugehört und begriff, er hat recht. Und dann dachte ich nur, er redet es mir aus. Und ich dachte, gut, wenn das der Körper nicht kann, muss es eine Maschine übernehmen. Und dann war auch, als das Gespräch zu Ende war, war die Maschine in meinem Kopf fertig. Ha. Und das ist sie immer noch. Also das ist genau die, die ich mir damals ausgedacht habe. Beschreiben Sie das mal so, auch für Nicht-Techniker. Was hat diese Maschine, was macht die? Also die Maschine muss einmal aufzeichnen, wie ihre Bewegungen sind. Und das umrechnen in Signale. Und diese Signale muss die Maschine dem Körper geben. Weil bei dem Training, also während ich mit meiner Tochter trainiert habe, haben wir uns ständig gestritten. Ununterbrochen, wochenlang. Und da begriff ich einiges über die Krankheit. Es ging vor allen Dingen, ich sagte, stell dich gerade hin. Dann stand sie so, ich will das jetzt nicht vormachen, aber wenn Sie so Zerebralparese-Kinder sehen, dieses ganz Verhutzelte, so zickzack mit Foto hoch, stand sie da, ich sagte, du stehst ganz krumm. Und dann sagte sie, stell mich gerade hin. Ich stell sie gerade hin. Dann schrie sie, ich fall um. Ich habe Wochen gebraucht oder Monate, bis ich begriff, sie hat recht, nicht ich. Und das ist das Problem der Krankheit. Sie bekommt vom Körper falsche Signale. Und das kann man niemals ändern. Das wird bis ans Ende ihres Lebens so sein. Das kann ich nicht aufhalten. Aber eine Maschine kann ihr sagen, kann ihr, kann sie, mit einer Maschine kann sie fühlen,
was gerade ist. Mhm. Gab es denn dann irgendeinen Moment, in dem auch sie gespürt hat, ja, ich bin dabei, das hilft mir? Sie kam irgendwann mal von der Schule ganz glücklich und sagte, Mama, man hat mich verwechselt. Jemand kam von hinten auf sie zu und hat sie für eine Mitschülerin gehalten und sie mit einem falschen Namen angesprochen, mit Maria. Da ist ihr klar geworden, dass sie gerade gestanden hat. Und dadurch hat sie begriffen, dass es wirkt. Also erstmal, ich finde es ganz toll, dass Sie diese Beharrlichkeit hatten, aber auch, wie Sie sagen, irgendwann zu erkennen, sie hatte ja recht. Also nicht immer bei sich zu bleiben und dass das zu dem Punkt schon geführt hat, ganz toll. Also müssen wir jetzt erstmal so sagen. Brauchen wir, Herr Schmid, brauchen wir manchmal gerade diese Menschen, die das Unmögliche probieren? Alle Ärzte sagen, da geht nichts und ich mach's trotzdem. Ja, das sind vielleicht gerade diejenigen, die nicht drin sind in etwas, die sozusagen nicht betriebsblind sind. Ich glaube, das ist wichtig. Ein Arzt muss logischerweise medizinisch denken. Das hat er gelernt, das ist ihm vertraut, das ist seine Heimat. Und Sie müssen aber nicht medizinisch denken, sondern ein Problem lösen. Und ein Mensch, der von außen kommt, sieht leichter, wo das Problem ist und wo die Lösung ist. Da gibt es berühmte Beispiele in der Geschichte. Blitzschlag war lange in der Geschichte ein unlösbares Problem und außerdem von Gott geschickt zur Strafe. Aber Mitte des 18. Jahrhunderts hat einer, der eigentlich Drucker war, Elektriker gab es damals noch überhaupt nicht, Elektrizität war noch überhaupt nicht erforscht, der hat das Phänomen beobachtet und machte sich da ein paar Gedanken dazu. Der hieß Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA. Und der erfand den Blitzableiter. Er, der mit der Sache eigentlich nichts zu tun hatte, aber er war ein Problemlöser vor dem Herrn, der hat so einiges auf diese Weise erfunden. Und insofern wunderbar, dass Sie sozusagen in diesen Fußstapfen weitergelaufen sind und eine tolle Sache erfunden haben, die ich jetzt allerdings auch noch nicht verstanden habe. Wie sehr hat Ihnen denn auch dieses Kreative, Ihre Berufung als Künstlerin auch geholfen an die Kraft einer Idee oder eines Gedankens, von Intuition vielleicht auch zu glauben? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Dasein als Künstlerin hat gar keinen Einfluss gehabt. Nicht unbedingt. Mhm. Einfach nur, man löst ja ständig ein paar Probleme, wenn man Kunst macht. Man stellt sich ja ständig die Aufgaben selber. Mhm. Also ich bin keine Schauspielerin. Oder Malerin? Oder ich was bin Malerin. Ach so, ja. Okay. Ja. Und man entwickelt ja immer Gedanken weiter dabei. Und insofern, das hat vielleicht was dazu gebracht. Das ist aber auch eine Charaktersache. Mhm. Und zwar ich sehe mich immer, also es ist ein bisschen blöd, das zu sagen, aber ich sehe mich immer als Bulldogge. Das ist ein Problem. Als Bulldogge? Ja, ich habe, wenn ich zubeiße, habe ich sofort, ich kriege das Maul nicht mehr auf. Ich habe die Beißsperre. Sie sind jemand, nicht mehr loslassen. Ja, das ist alle Eigenschaften sind immer gleichzeitig das Positive wie das Negative. Mhm. Na, also ich kriege eine Maulsperre. Also Sie sind auch stur. Ich übersetze es gerade nur gerade, weil wenn man das so stur, nicht mehr, das ist schon sehr stur. Beharrlich, positiv, beharrlich. Ja. Das Wichtigste, wie geht es denn jetzt Ihrer Tochter? Der geht es prima. Ja? Ja. Ja. Sie kann ganz normal laufen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie geht Ihre Tochter? Ja, also jetzt geht sie so gut, dass sie keine Lust hat mehr zu trainieren. Und dann geht das immer so ab und zu. Also wenn sie, also sie war ja früher auf mich angewiesen. Ich musste sie zum Klo bringen. Und dann hat sie natürlich eine Riesensehnsucht, wir verstehen uns bestens, aber sie hat eine Riesensehnsucht weit weg. Und am liebsten auf der anderen Seite der Welt. Also macht sie gerne Touren, sie fährt nach Südamerika, möglichst immer auf der anderen Erdhalbkugel, dann mit Rucksack stellt sie sich irgendwie an eine Bushaltestelle und wartet auf den Bus, sie weiß nicht, in welche Stadt er geht. Und da fährt sie dann hin.
Und dann wird ihr auch das Gerät geklaut. Und wenn sie dann nach Monaten zurückkommt, dann sehe ich es wieder. Na, dann hole ich sie vom Flughafen ab und dann sagt sie immer als ersten Kommentar, Mecker morgen. Na, und, aber dann geht das auch ganz schnell wieder zurück. Na, also sie lebt jetzt ein eigenes Leben und sie sagt, dass, als sie denn normal gehen konnte mit 18 ungefähr, wenn man das ausdenkt, dauert das natürlich, jetzt schaffe ich es schnell. Aber damals musste ich ja alles experimentieren. Und das dauert so seine Zeit. Ne? Sie sagt, sie lebt erst seitdem. Da hat ihr Leben angefangen. Und ist Ihre Tochter Ihnen da nicht unendlich dankbar dafür, dass Sie so hartnäckig waren? Ich denke schon. Ich denke schon. Aber ich nerv sie, glaube ich, auch. Also, das ist so gemischt. Aber es ist so ein komisches Verhältnis jetzt. Also jetzt treibt sie mich so zum Trainieren. Ne? Jetzt haben sich die Rollen umgesetzt. Wir wandern ab und zu so 17 Kilometer. Ich hasse Wandern. Und dann sitze ich da und sage, es ist heiß, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich habe keinen Hut auf. Ich warte jetzt bis zum nächsten Bus. Ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Und sie sagt, stell dich nicht so an und so. Das ist jetzt eben anders. Ne? Aber das haben Sie ihr auch vorgelebt, nach dem Motto, stell dich nicht so an, du kriegst das hin. Das ja, ist ungefähr ja, so. Ist ja quasi genauso, ja. Was Sie ihr gezeigt haben. Und Sie sind ja jetzt noch dabei, dieses Produkt, das Sie erfunden haben, das sich relativ schwer vorstellen lässt, aber wir verstehen, es ist ein Signal. Es ist ganz einfach, die Ärzte denken zu kompliziert. Okay. Es ist einfach alles. Es ist ein Gerät, das mir hilft, Signale meinen Körper richtig zu fühlen. Das versuchen Sie jetzt auch auf den Markt zu bringen. Das dauert natürlich, aber Sie sind dabei. Und ich würde sagen, die Bulldogge schafft das. Ja. Vielen Dank. Herr Schmid, wenn Sie sagen, ich bin Philosoph, ich beschäftige mich mit dem Sinn des Lebens, auch mit Lebenskunst, werden Sie da auch manchmal schief angeschaut? Nee. So nach dem Motto, oder früher, wenn Sie das gesagt haben? Erwartungsfroh. Erwartungsfroh, ja doch. Ist Ihr Job keiner, wo manche Leute sagen, na, das sind doch Träume? Nein, absolut nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Philosoph scheint ein hohes Sozialimage zu haben, weil da einer eben sich die Zeit nehmen kann, wie auch immer, gründlich über die Dinge nachzudenken. Ja, das ist so. Nachteil dieses Berufes ist, es sieht ja keiner, was da gearbeitet wird. Denn die Arbeit ist vollständig im Gehirn, wie bei Künstlern und Ingenieuren auch. Ich habe sie immer in der Nähe von Ingenieuren gesehen. Ja, mein Vater war Erfinder. Und das Besondere von solchen Menschen und hoffentlich auch von Philosophen ist, dass sie neue Synapsen bilden können. Wie auch immer das genau geht. Einiges davon mag angeboren sein, aber vielleicht kann man einiges davon auch trainieren. Jedenfalls zeichnet das diese Berufsgruppen auf. Aus. Wir haben Neuronen, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Verbindung zwischen den Neuronen, Synapsen genannt. Und das Besondere von Erfindern und Leuten, die auf neue Gedanken kommen, ist, ungewöhnliche Synapsen bilden zu können. Man sagt das gerne, indem man das zum Ausdruck bringt, um die Ecke denken und völlig entlegene Dinge zusammenzubringen. Das führt zu den tollsten Erfindungen. Frau Vornemann, Sie haben auf jeden Fall an einer bestimmten Situation in Ihrem Leben eine Entscheidung getroffen, einen Weg gegangen sind Sie, den man Ihnen vielleicht gar nicht zugetraut hat oder wo Leute skeptisch waren. Unser nächster Gast hat irgendwann in seinem Leben auch gesagt, ich gehe einen Weg, und auch da waren im Umfeld erstmal Leute skeptisch. Ich begrüße Sie jetzt erst einmal. Gerhard Zirkel ist bei uns im Nachtcafé. Herzlich willkommen. Herr Zirkel, Sie arbeiten als Schamane. Wird man Schamane oder ist man Schamane? Man ist Schamane. Man ist Schamane. Also man kommt mit diesen Fähigkeiten hier an und merkt es irgendwann. Wann haben Sie es gemerkt? Ja, also ich habe mit Mitte 20 angefangen, ein paar Dinge zu hinterfragen. Aber dann fangen wir mal früher an, weil Mitte 20 genau. Ist ja schon relativ spät im Leben. Wie war das denn in Ihrer Kindheit, als Sie aufgewachsen sind? Haben Sie da denn schon gespürt, dass Sie vom Mainstream, sage ich jetzt mal, oder von den anderen einfach irgendwas trennt oder unterscheidet? Ja, schon. Es war mir nicht bewusst, aber ich habe gemerkt, dass ich irgendwie mit den anderen nicht so viel anfangen konnte. Zumindest nicht auf Anhieb.
Was heißt das? Also es hat im Kindergarten schon angefangen. Die ersten Kindergartenwochen bin ich eigentlich nur am Rand gesessen und habe erst mal zugeschaut. Man hat mich das machen lassen, war auch okay. Irgendwann habe ich dann reingefunden in die Gruppe. Im Nachhinein, also aus heutiger Sicht, weiß ich auch, warum das so war. Warum? Ich habe einfach viel mehr wahrgenommen. Also auch ich bin hochsensibel. Ich mag dieses Wort zwar nicht, aber es trifft zu. Ich habe einfach nicht nur die Menschen auf materieller Ebene gesehen, sondern ich habe die ganze geistige Ebene auch noch mit aufgenommen. Und das dauert, um das zu verarbeiten. Das heißt, ich habe erst mal lang gebraucht, bis ich überhaupt das alles für mich sortiert hatte. Und dann. Ich meine, das eine ist ja, draußen zu sein und langsam reinzukommen. Ne? Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Würden Sie denn sagen, dass Sie einfach immer Zeit gebraucht haben? Oder haben Sie sich schon ein bisschen auch als Außenseiter? Ich bin schon auch der Außenseiter geblieben, ja, weil ich nie so tief eingetaucht bin, wie das andere gemacht haben. Ich habe zum Beispiel nie wirklich enge Freundschaften zugelassen. Das ging immer von mir aus. Das war mir damals nicht bewusst. Jetzt im Nachhinein weiß ich das. Aber ich konnte andere auch nie so nah an mich ranlassen. Und ich konnte oft mit anderen auch nicht so viel anfangen. Weil ich auch irgendwie schon gemerkt habe, ich bin ein bisschen anders. Ich funktioniere irgendwie anders. Ich sehe die Welt anders. Ich mache manche Dinge auch anders. Nach der Schule haben Sie dann auch erstmal in der Chemiebranche gearbeitet. War das auch so ein rationaler Weg oder? Und hat sie das ausgefüllt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Also unergründlichen Wege des Seins. Ich kann es mir nicht erklären. Also als Kind und Jugendlicher hatte ich mal die Idee, ich will Schreiner werden, was Handwerkliches machen. In der Schule ist es dann irgendwie umgeschwenkt und ich bin dann in der Chemie gelandet. Ich habe während der Ausbildung aber schon gemerkt, das ist nicht mein Ding. Nur bin ich nicht auf die Idee gekommen, das zu ändern. Sie haben aber dann irgendwann Feng Shui ja auch nebenbei betrieben. Das kam dann, ja. Und sind dann auch raus aus der Chemiebranche. Was haben denn Ihre Kollegen gesagt und Ihre Kolleginnen da? Also das hat erst mal eine ganze Weile gedauert, bis ich an diesen Punkt überhaupt angekommen bin. Also ich war lange in der Chemie und habe dann die Firma gewechselt. Und dann kam das langsam. Dann bin ich eben ins Feng Shui reingekommen. Das war für mich so ein Zwischenschritt aus heutiger Sicht. Damals war also das Schamanische war noch gar nicht da. Wie sind Sie denn zum Schamanismus dann gekommen? Der kam zu mir. Der kam zu Ihnen? Jetzt bin ich gespannt. Inwiefern? Also irgendwann kam der Begriff einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den aufgegabelt habe. Aber ich wusste sofort, das hat irgendwas mit mir zu tun. Und habe mich da ein bisschen informiert und habe gemerkt, ja, ein Schamane macht ja genau das, was ich immer schon tue. Also nicht nur die materielle Ebene sehen, sondern die geistige Ebene, aus der alles entsteht. Sie haben dann ja auch irgendwann festgestellt, dass auch in Ihrer Familie es vorher schon Menschen gab, die sich mit Schamanismus beschäftigt haben in gewisser Weise. Ja. Und zwar haben Sie die leibliche Mutter Ihres Vaters, die schon verstorben war, sagen Sie, auf einer geistigen Reise kennengelernt oder sind ihr begegnet? Inwiefern, was heißt das? Beschreiben Sie uns. Also die schamanische Reise ist so eines der Grundwerkzeuge eines Schamanen. Ja. Das ist der bewusste Übergang in die geistige Ebene, um dort mit zum Beispiel verstorbenen Personen Kontakt aufzunehmen. Was heißt Kontakt? Was ist das für ein Kontakt? Also ich sehe das bildlich vor mir, wie wenn wir uns jetzt unterhalten. Also Ihre Ahnen da zum Beispiel haben Sie vor sich gesehen mit Klamotten und allem drum und dran? Genau, ich sehe das sehr bildlich und kann mich mit denen auch unterhalten. Also richtig im Dialog? Genau. Und wie weit können Sie da zurückreisen? Also wie viele Generationen? Ich möchte. So weit, wie Sie möchten? Es gibt keine Grenze. Also man kann bis, was weiß ich, bis Atlantis reisen oder noch weiter, wenn man das möchte. Und wie stellen Sie den Kontakt her? Ja, im Prinzip so, wie ich mit meinen Nachbarn auch rede. Ja, aber sprechen Sie die dann an und sagen so und so und dann taucht das Bild auf? Oder? Ich kann dorthin reisen. Also ich sage, ich gehe in die Reise und sage dann, wen ich treffen möchte. Es ist ja so, dass so in der europäischen und wissenschaftlichen Tradition wirkt das manchmal ein bisschen fremd. Deshalb frage ich da jetzt einfach nochmal. Sind die denn dann immer da, wenn Sie die ansprechen oder haben die auch mal andere Dinge zu tun? Die sind nicht immer da, nein. Also meine Ahnen eigentlich schon immer. Aber es gibt auch andere Wesenheiten, die auch mal keinen Bock haben. Also die haben auch ihre Launen und... Nee, heute nicht. Dann, genau, also das kann auch passieren, dass dann einfach mal so ein Stopp kommt. Nee, du redest heute nicht mit mir. In welchen Situationen nutzen Sie das denn? Also angenommen, ich komme jetzt zu Ihnen und sage, ich habe das und das Problem vielleicht.
Reisen Sie dann, also können Sie auch mit meinen Ahnen sprechen? Mhm, ich kann auch mit Ihnen sprechen. Ja, mit mir, ja. Auf geistiger Ebene. Ja. Mhm. Also quasi mit Ihrem höheren Selbst. Wir sind ja geistige Wesen, ja, die hier in diese materielle Welt kommen. Und wir existieren aber immer noch auch auf geistiger Ebene. Mhm. Und haben dann natürlich einen viel besseren Überblick. Das heißt, das ist mein erster Ansprechpartner. Erstmal das höhere Selbst fragen. Mhm. Was hat denn der in seiner Inkarnation überhaupt für ein Problem? Mhm. Und dann reisen Sie möglicherweise noch weiter zurück. Genau. Und im Idealfall kriege ich eine Antwort, schau mal da und da und dahin. Oder ich kriege zumindest einen Hinweis oder eine Ahnung. Und dann schaue ich, was ist mit den Ahnen? Mhm. Was war da vielleicht in früheren Leben los? Wo hängt's? Das, was Sie ja auch machen, ist, Sie bieten ja auch energetische Reinigungen an für Häuser, für Wohnungen. Was heißt das? Also stellen Sie sich dann in die Wohnung und verfühlen jetzt irgendwo, was da ist? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Könnte ich machen, ist aber viel zu aufwendig. Ich kann das aus der Ferne, weil ich brauche dazu nicht die materielle Ebene. Also ich kann mich quasi auf geistiger Ebene direkt mit einer beliebigen Wohnung verbinden, ohne wo ich den Auftrag bekomme. Ohne irgendeine Info zu haben, wo die ist und wie die aussieht? Im Prinzip ohne Info. Ich habe immer ganz gerne einen Grundriss und ein paar Fotos, dass ich so ein bisschen Bild habe. Und was machen Sie dann? Also Sie versetzen sich da so rein? Genau. Und dann beamen, ich stelle mir das so ein bisschen wie beamen vor jetzt einfach mal. Ja? Okay, beam me up, Scotty. Und dann sind Sie in der Wohnung. Und dann, was fühlen Sie dann? Dann kann ich dort bildlich die Energien sehen, mit denen ich arbeiten muss. Und dann kommt es halt darauf an, was da los ist. Sind es nur alte Energien? Weil jeder Mensch, der irgendwo ist, hinterlässt nicht nur Staub, sondern auch Energiereste, die sich einfach ansammeln. Die sehe ich, die kann ich reinigen, wie wenn ich da jetzt mit dem Staubsauger hingehe und Staub sauge, sehe ich die Energien. Was ich auch sehen kann, wenn dort irgendwelche Wesenheiten sind, irgendwelche Seelen, manchmal passiert es ja, ein Mensch stirbt und die Seele schafft den Übergang zurück in die geistige Welt nicht, bleibt noch irgendwo. Oft sind es die früheren Besitzer der Häuser, die noch da sind. Dann sehe ich die und ich kann mit denen diskutieren. Ich kann denen dann wirklich also den Weg raus. Die sind dann auch nicht als Energie da, sondern die sehen Sie dann auch gegenständlich und sagen, hör mal, geh mal raus, such dir ein anderes Haus. Genau, so ungefähr. Also so einfach ist es meistens nicht. Also gerade wenn es der frühere Besitzer ist, der ja meint, er wohnt da noch, kann es schon mal schwierig sein, das auszudiskutieren. Aber vom Prinzip läuft es so. Was sind denn, in welchen Situationen kommen Menschen zu Ihnen? Was würden Sie sagen? Also ein ganz großer Schwerpunkt sind Leute, die in ihrem Leben an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr weiter können. Wo sie merken, ich stehe hier irgendwo an, ich lebe nicht wirklich mein Leben. Und die diesen Schritt alleine nicht schaffen. Das kann ganz klassisch sein, das zweite Mal im Burnout gelandet und jetzt vor der Wahl wieder in den gleichen Mist einzusteigen wie vorher oder irgendwas zu ändern. Es gibt auch Leute, die nach außen hin absolutes Traumleben haben. Also tolles Haus, tolle Familie, toller Job, alles super. Die aber merken, nee, das ist gar nicht mein Leben. Ich lebe da irgendwas, was von den Eltern kam. Viele merken das ja gar nicht. Viele leben einfach die Erwartungshaltungen der Eltern. Mhm. Und dann ist es halt so, man sucht sich halt dann den Partner und macht die Familie und kauft das Haus und so weiter. Und irgendwann kommt dann mal der Punkt, wo man merkt, nee, Mist, das ist es überhaupt gar nicht. Leer ist hohl. Genau, da geht es nicht weiter. Mhm. Da sind auch oft Menschen, die extrem erfolgreich sind. Also ich habe Unternehmer, die extrem erfolgreich sind. Ich habe ein Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her. Da kam einer zu mir und hat mir zuerst mal erzählt, ja, ich habe mir jetzt meine dritte Yacht gekauft. Aber macht nicht glücklich. Mhm. Was stimmt nicht mit mir, so ungefähr? Und dann muss man halt auf die Suche gehen. Wer ist dieser jemand wirklich? Kommt zu Ihnen, wenn Sie sagen, das sind Menschen, die irgendwo auch in einer Situation sind, wo es nicht weitergeht. Wenn jetzt jemand kommt und hat eine unheilbare Krankheit und der fragt Sie, können Sie was tun für mich? Was sagen Sie dann? Das gibt's auch, ja. Wenn sich eine Krankheit zeigt, dann steckt da ja auch irgendwo eine seelische Ursache dahinter. Also irgendwas auf geistiger Ebene will uns das sagen. Und auch dann kann ich reinschauen. Es kann sein, dass es der Lebensweg dieses Wesens ist, diese Krankheit zu haben. In dem Fall kann ich nicht viel tun. Dann kann ich denjenigen aber begleiten. Ich kann ihm selbst vielleicht den Kontakt verschaffen zu sich auf geistiger Ebene, um zu verstehen, was geht da ab. Aber Sie ersetzen nicht die Mediziner? Nein, das auf keinen Fall. Also selbst wenn ich was tun kann, also manchmal steht ja eine Ursache dahinter, dass derjenige irgendeinen Aspekt von sich nicht lebt, zum Beispiel, was ganz oft vorkommt, das äußert sich dann irgendwann in einer Krankheit.
Dann kann ich demjenigen helfen, auf geistiger Ebene dieses Thema zu lösen. Aber das heißt nicht, dass ich die Krankheit, die sich schon materialisiert hat, damit wegzauber. Das sage ich auch gleich von Anfang an. Manchmal kommen Leute, die sagen, ich habe Krebs, kannst du das wegmachen? Mhm. Das kann ich natürlich nicht. Kooperieren Sie teilweise mit Ärztinnen und Ärzten? Ja, das passiert relativ oft. Also es gibt einige Ärzte, die mir auch Menschen schicken. Mhm. Umgekehrt würde ich es auch tun, aber die Leute, die zu mir kommen, die waren vorher schon beim Arzt. Also. Sie sagen ja ganz klar, ich bin kein Wunderheiler. Also davon distanziere ich mich, Herr Schmid. Es gibt aber viele, die das sagen und die damit auch viel Geld verdienen. Und das kann ja sehr gefährlich sein, gerade wenn die Brücken nicht erhalten bleiben zu der Schulmedizin, sondern komplett abgebrochen werden. Bei welchen Versprechungen, bei welchen Angeboten müssen wir vorsichtig sein und zu Recht auch misstrauisch sein? Meine eigene Erfahrung ist, wenn es um harte Erkrankungen geht, Krebs und unheilbare Krankheiten, dann helfen so Versprechungen außerhalb der Schulmedizin nichts bis gar nichts. Kann man nur davon abraten. Mhm. Über die Gründe kann man lange nachdenken. Aber es bleibt ja ein riesiger Bereich, in dem es nicht um die harten Dinge geht, sondern um, wie Sie das nennen, energetische Dinge. Und das halte ich für sehr, sehr plausibel. Natürlich ist unsere materielle Welt nicht die einzige Welt. Und auch nicht gar unbedingt die wahre Welt, sondern zugrunde oder drüber, wenn man surrealistisch denkt, oberhalb der Realität, gibt es Energien. Und ich meine das nicht in irgendeiner Weise esoterisch, sondern physikalische Energien. Natürlich bestehen wir, entsteht unser Körper letzten Endes über Chemie und Biologie aus physikalischen Energien. Und es erscheint mir plausibel, dass man auf diese Ebene gehen kann und mit enormer Feinfühligkeit da was sehen und spüren kann. Ich habe nichts von diesen Eigenschaften, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass das möglich ist. Frau Vonnemann, Sie haben ja gesagt, Sie sind auch an Fakten orientiert. Gleichzeitig sind Sie Malerin, auch in der Kunstwelt zu Hause. Wenn er jetzt sagt, Mensch, der redet so quasi, ich will nicht sagen von Angesicht zu Angesicht, aber doch mit irgendwie der siebten Generation rückwärts und quatscht mit denen, dass sie da ausziehen sollen, sagen Sie, das ist eine Spinnerei oder sagen Sie, ja, ach, warum nicht, wenn er sie sieht? Also ich hatte meine Oma, die war da auch begabt. Und die war sehr schräg. Sie war eine ganz kalte Geschäftsfrau. Aber dann rief sie mich einmal an. Da gibt es einfach was, das merke ich. Ich kann damit nur nicht umgehen, also lasse ich's. Die rief mich einmal mitten in der Nacht an und sagte, Anna, was ist mit deinem Bruder los? Ich glaube ja nicht daran, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich sagte, dem geht's gut, da ist nichts. Aber ich hatte nachher gehört, dass genau in dem Moment er in der Nordsee nachts schwamm, weil sein Boot untergegangen war. Ich wusste gar nicht, dass er da auf dem Boot war. Aber irgendwie, es gibt da sowas. Frau Sorab, wenn Sie das hören, wie fremd oder wie nah sind Ihnen solche Vorstellungen? Also ich muss sagen, ich habe vorher damit gar keine Berührungspunkte gehabt, aber ich finde es unfassbar spannend und einfach interessant, weil es irgendwie doch so ein bisschen ist, so ein Tor zu einer anderen Welt. Mhm. Herr Simonetti, haben Sie schon mal dran gedacht, an eine energetische Reinigung Ihrer Wohnung? Oder? Ich muss das regelmäßig machen. Tatsächlich? Ja, weil ich kaufe viele von meinen Klamotten secondhand und deswegen holt man sich ja ganz viele fremde Energien ins Haus. Und ich habe einen sehr großen Kleiderschrank, es sind 45 Quadratmeter. Und wenn man da manchmal reingeht, hat man das Gefühl, das ist eine richtige Party. Da sind so viele verschiedene Energien, die teilweise überhaupt nicht miteinander harmonieren. Und ich habe da mich auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt und überlegt, wie kann ich diese Energien rausbringen und habe versucht mit weißem Salbei und Palo Santo Hölzern irgendwie was zu machen, was ich kann. Aber natürlich ist es noch mal ein bisschen anders als das, was Sie machen. Und was mich so interessiert ist, wenn da also wirklich so viele Energien in unseren Häusern sind, gerade vielleicht auch von den Vorbesitzern, gucken die uns zu bei dem, was wir machen? Wenn man zum Beispiel nackt ist oder sowas, dann stelle ich mir vor, beobachtet einen dann jemand? Ja, das tun die wirklich. Und es kommen auch manchmal Leute zu mir, die sich beobachtet fühlen. Also Geister, die spannen. Ja, die kommen ja nicht drum rum, die sind ja da. Also ja, die gucken, die halten sich nicht die Augen zu. Die, ja. Die sind ja einiges gewohnt, haben ja ein paar Jahrhunderte schon einiges gesehen. Ja, und vor allem, das sind vielleicht die früheren Besitzer, die fühlen sich ja auch noch im Recht.
Also die beschweren sich manchmal bitterlich, dass in ihrem Haus jetzt irgendwelche Leute wohnen. Ich meine, jetzt ist es ja so, hier haben wir ja Menschen zu Gast, die auch bereit sind zu träumen und die offen sind. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass viele auch denken, also Moment, das geht mir jetzt echt zu weit. Ja, das sprengt meine Vorstellungskraft. Das ist Spinnerei oder Hokuspokus oder was auch immer. Wenn Sie solche Leute treffen, was sagen Sie da? Also ich treffe die so im richtigen Leben gar nicht mehr. Ah, ja. Schon lange nicht mehr. Also wenn, dann kommen sie über die sozialen Medien oder so. Da findet man natürlich immer jemanden, der einen doof findet. Aber so im richtigen Leben bin ich in den letzten Jahren eher überrascht, wie viele Leute einen Zugang haben. Mhm. Also das kann passieren, dass ich bei mir im Dorf in die Autowerkstatt gehe und mit dem Mechaniker über seine Erfahrungen mit anderen Heilern diskutiere. Sie haben ja auch Familie, Sie haben auch Kinder, 4 und 9. Wie ist das für die, auch für Ihre Frau, dass Ihr Mann Schamane ist und Ihr Vater? Ist das so wie für andere Bäcker? Oder? Meine Frau geht auch den ähnlichen schamanischen Weg wie ich, von daher passen wir ganz gut zusammen. Wir arbeiten auch manchmal zusammen. Ja. Für die Kinder ist das ganz normal. Also die kriegen das halt mit. Ich denke mal, in dem Alter denkt man noch nicht so drüber nach, wie die Berufe so gegeneinander sind. Ist auch so im Umfeld kein Problem. Also die erzählen es ganz normal und das wird ganz normal angenommen. Also Sie haben hier ja sehr viel Interesse gespürt. Auf jeden Fall muss ich sagen, vielen Dank, Herr Zirkel, für einen Blick in eine für viele ganz bestimmt immer noch sehr fremde Welt. Vielen Dank. Danke. Ja? Wir reden ja auch die ganze Zeit über die Kraft der Träume, aber es gibt ja auch Leute, Herr Schmid, die haben große Träume und lassen dafür alles hinter sich. Ja? Lassen ihr Umfeld hinter sich, schmeißen ihren Job und dann versuchen sie, diesen Traum zu gehen und dann merken sie aber irgendwann, oh, das klappt gar nicht. Und die bereuen das zutiefst. Wie können wir denn prüfen, ob der Weg, den der Traum uns weist, auch der richtige für mich ist? Das kann nur ein Gespür sein, wo auch immer das herkommen mag. Ich würde sagen, sehr häufig aus der Faszination. Aber es gibt trotzdem keine Garantie dafür. Nochmal darauf zurück, dass wir in der Moderne leben, die vielen Menschen die Realisierung von Träumen erlaubt. Aber es ist zugleich die Epoche der gescheiterten Träume, der geplatzten Träume, die es vorher niemals in dem Maße gegeben hat, weil es nicht die Realisierung von Träumen gegeben hat. Es wäre schon ganz sinnvoll, sich vor Augen zu führen, Träume bewegen sich auf einer philosophisch gesprochen ontologischen Ebene des Möglichseins. Aber die Wirklichkeit ist eine andere ontologische Ebene, die des Wirklichseins. Und Wirklichsein hat immer mit räumlichen Grenzen zu tun, mit zeitlichen Grenzen zu tun und mit der Misslichkeit, dass andere Leute andere Ideen und Interessen haben und mir schwer in die Quere kommen können. Auf der Ebene der Möglichkeit gibt es das alles nicht. Es gibt keine zeitliche Grenze, es gibt keine räumliche Grenze und es gibt keine Misslichkeiten. Also das Verständnis zu haben, wenn ich Träume realisieren will, muss ich mich mit den Bedingungen der Wirklichkeit auseinandersetzen. Und in der Wirklichkeit kann der schönste Traum scheitern. Herr Simonetti, würden Sie sich als Träumer bezeichnen? Der Ich bin auf jeden Fall ein Träumer, aber ich habe irgendwie nie so ganz verstanden, warum ein Traum immer mit was Unerfüllten zu tun haben muss. Also wenn man das irgendwie im Wörterbuch nachschlägt oder googelt, steht da immer bei Traum Wunsch oder unerfüllte Hoffnung. Und es impliziert ja immer gleich, dass es sehr schwer ist, etwas zu erreichen. Und deswegen habe ich Träume immer eher als Ziele wahrgenommen und nicht als unerfüllbare Dinge. Sie sind auf dem bayerischen Land in Bad Reichenhall aufgewachsen. Wir haben gerade ja auch schon drauf gesprochen, wann Herr Zirkel das gemerkt hat, dass er anders ist. Wann haben Sie gespürt, dass Sie vielleicht anders sind als andere in Ihrer Umgebung? Also ich selber habe das nicht unbedingt gespürt, es wurde mir eher signalisiert. Aha. Also so, ich war im Kindergarten, ich war ein sehr selbstbewusster Junge, also meine Eltern haben oder mein Vater hat eine Pizzeria, deswegen war ich immer unter sehr vielen Menschen und konnte immer mit fremden Leuten super gut reden. Und im Kindergarten habe ich dann gemerkt, dass plötzlich, dass es so Schubladen gibt und Labels und es gibt Spielsachen, mit denen dürfen nur Mädchen spielen und Spielsachen, mit denen dürfen nur Jungs spielen und Farben, die sind eher was für Jungs und Farben, die sind eher was für Mädchen und ich konnte mich nie so wirklich damit anfreunden, weil ich gerne
die Dinge intuitiv nach den Dingen gegriffen habe, die sich für mich richtig angefühlt haben. Und ich habe relativ schnell gelernt, dass das bewertet wird und dass es, wenn ein Junge mit Puppen spielt, anders bewertet wird, als wenn ein Mädchen mit Puppen spielt oder ein Mädchen mit Autos spielt. Und da habe ich irgendwie sehr, sehr schnell begriffen, wie Schubladendenken einem beigebracht wird, weil das hat vorher keine Rolle gespielt. Sie haben ja gesagt, Sie waren selbstbewusst. Sind Sie dann einfach weiter Ihren Weg gegangen und haben sich die Puppe genommen oder was auch immer, womit Sie gerade spielen wollten, oder haben Sie versucht, sich anzupassen? Das war ein langer Weg. Also ich glaube, anpassen, darüber habe ich nie nachgedacht. Das war nie eine Option, die für mich plausibel schien, weil das würde ja beinhalten, dass das, wonach ich mich sehne, ausbleibt. Also deswegen bekomme ich ja nicht, was ich will. Ich habe dann eher versucht, alle anderen anzupassen und mein Umfeld anzupassen und habe dann den Leuten gezeigt, so hey, aber das Ziel musste immer sein, ich möchte jetzt zum Beispiel mit dieser Puppe spielen. Ich habe schon öfter die Geschichte erzählt, dass ich Spiele erfunden habe, bei denen alle Menschen ihr Lieblingsspielzeug zum Einsatz bringen mussten und derjenige, der die Runde verloren hat, musste dann mit der ungeliebten Barbie-Puppe spielen. Und ich habe dann absichtlich jede Runde verloren und bin das dann auch gerne in Kauf genommen, weil ich einfach nur das haben wollte, was für alle anderen selbstverständlich war, nämlich das Ding, was mich in dem Moment glücklich gemacht hat. Und deswegen war es für mich leichter, mein ganzes Umfeld zu verändern, als mich anzupassen. Hat das immer geklappt? Sie haben ja auch beschrieben, Frau Vonnemann, dass wenn Menschen anders sind, bei Ihrem Kind war das ja so, dann gibt es auch Druck, dann gibt es Widerstand, dann gibt es auch in der Schule bestimmte Bösartigkeiten. Haben Sie sowas auch erlebt? Ja, also ich habe sehr schnell gemerkt, dass Anderssein oft als Schwäche interpretiert wird und Menschen einen generell erstmal negativ bewerten. Also wenn du anders bist, haben Leute erstmal das Gefühl, das ist nicht erstrebenswert. Was haben Sie auch Schlimmes erlebt? Ja, also ich habe in der Schule auf jeden Fall schwierige Zeiten gehabt, wo gefühlt jeder über mich gesprochen hat und gerade meine Sexualität war für viele ein ganz großer Angreifpunkt. Viele haben sich über mich lustig gemacht und es war eine sehr aggressive Zeit, die war mit sehr viel Gewalt gefüllt und Beleidigungen waren so mein täglicher Begleiter. Deswegen habe ich super oft einfach ganz, ganz laut Musik gehört. Also ich habe immer Kopfhörer getragen und habe so laut Musik gehört, dass ich rein gar nichts gehört habe. Und ich weiß, wenn ich die Kopfhörer weggelassen habe und die Straße entlang gegangen bin, hat einfach jeder Mensch, der an mir vorbeigegangen ist, was Abwertendes über mich gesagt. Und das wollte ich nicht hören. Und deswegen habe ich einfach mit der Musik, die ich gehört habe, konnte ich mir vorstellen, mein Leben ist wie ein Film. Und das ist der Soundtrack zu meinem Film. Und ich konnte mir vorstellen, dass jeder Mensch, der sich auf der Straße nach mir umdreht, mir ein Kompliment macht. Und das war in dem Fall, war das auch ein Hirngespinst. Das war auch eine Träumerei. Aber das hat mir geholfen, die Realität, in der ich wirklich gelebt habe, leichter zu ertragen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Überlebensmodus, für den ich sehr dankbar bin, weil ich nicht weiß, ob ich heute so hier sitzen würde, wenn ich nicht relativ früh und selbstständig gelernt hätte, mir meine eigene Welt zu erträumen. Was Träume leisten können. Erstmal großartig, diesen Weg so zu gehen. Sie haben ja gesagt, Sie haben irgendwann auch erkannt, Ihre Homosexualität, Sie haben all diese Erfahrungen gemacht. Sie sind ja auch mit Ihrer Mutter groß geworden und mit Ihrer Schwester. Wie hat Ihre Mutter zum Beispiel diesen Weg begleitet? Also das Ding ist ja auch, wenn man als Junge in einem Frauenhaushalt aufwächst, dann ist man ja auch von femininer Energie umgeben. Und deswegen haben alle erstmal gedacht, das kommt davon. Also meine Mutter und meine Schwester dachten erstmal, ich habe feminine Interessen, weil sie feminine Interessen haben. Die konnten noch nicht so weit denken, dass das von mir herauskommt und dass das mein eigener Wille ist. Und die haben immer meine Mutter hat oft versucht, mich auf einen maskulineren Weg zu bringen und hat mich in irgendwelche Sportarten gedrängt, war immer sehr liebevoll dabei, weil sie ja immer nur das Beste für einen wollte, aber trotzdem hat sie eigentlich versucht, mir einen Weg vorzuebnen, der so gar nicht zu mir gepasst hat. Und das hat sie dann auch relativ schnell begriffen, dass das überhaupt nicht zu mir passt. Und irgendwann hat sie auch gemerkt, dass diese besondere Beziehung, die wir beide haben, ja vielleicht auch genau dem geschuldet ist, dass ich einfach viele Interessen habe, die ihren ähnlich sind. Und deswegen hatten wir sehr früh eine sehr enge Verbindung. Aber ich habe auch gesehen, gerade aus einer erwachsenen Perspektive, wie oft meine Mutter
sich dafür rechtfertigen musste, dass sie mit mir so umgegangen ist, wie sie eben umgegangen ist. Also sie musste ganz oft sich dafür rechtfertigen, dass sie mir erlaubt, mich für Mode zu interessieren und mit meinen Haaren zu experimentieren und dass ich viel Zeit mit ihr verbracht habe. Und meine Mutter hat in der Modebranche gearbeitet und ich habe super viel Zeit mit Zeitschriften verbracht und habe mich selber da reingeklebt. Und viele von ihren Freunden oder in ihrem Umfeld haben das dann so kritisch beäugt und haben sie dann eher dazu aufgefordert, sich dafür zu rechtfertigen. Und das da war ich sehr stolz auf meine Mutter, dass meine Mutter, die aus einem ganz anderen Umfeld kommt, aus einem sehr konservativen Umfeld kommt, trotzdem irgendwann gelernt hat, dass es nichts bringt, an seinem Kind rumzurütteln und es in eine Richtung zu drängen, weil ich werde mich eh nicht ändern. Also ich würde mich eh nicht anpassen, und das hat sie früh begriffen. Und sie konnte sich dann aussuchen, ob sie entweder gegen mich arbeitet und mir das Leben noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist, oder irgendwann einfach beschließt, in meinem Team zu spielen und mich zu unterstützen und zu sagen, hey, es sind so viele Leute gegen dich, ich muss es nicht sein. Ist es richtig, dass zu ihrem Weg auch von früh an gehörte, dass sie die Vorstellung hatten, Star zu werden? Ich war schon immer berühmt. Die Leute wussten es bloß noch nicht. Alle haben in ihrem Soundtrack schon mitgespielt. Das war für mich ganz wichtig und das wird immer so belächelt, aber im Endeffekt ist das so unglaublich natürlich. Weil wenn man ein Kind ist, das von allen Seiten gesagt bekommt, du passt hier nicht rein, dann ist es doch normal, dass man nach einer Welt sucht, die einen für die Eigenschaften schätzt, für die man, die einen ausmachen. Und ich war jemand, der schon immer auf der Bühne stand, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Und das war immer der Ort, wo es immer Applaus gab. Es gab immer positives Feedback. Und es gab immer so, da fanden alle super, wenn ich außergewöhnliche Kostüme getragen habe. Und ich wollte genau dieses Gefühl, das ich auf der Bühne hatte, einfach auch in meinen Alltag transportieren. Mhm. Und deswegen ist es doch ganz natürlich, dass man sich danach sehnt, ein Leben zu führen, in dem Menschen einen schätzen für die Person, die man ist. Bei mir war es halt Ruhm, weil es einfach ausgesprochen gut zu meinen Qualitäten gepasst hat. Aber bei anderen Menschen ist es vielleicht was anderes. Jemand, der sportlich begabt ist, denkt sich, oh, ich will Sportler werden. Das stellt ja auch niemand in Frage. Jemand, der besonders groß ist und Basketballer werden möchte, das wird auch nicht in Frage gestellt. Und jemand, der in sich drin den Drang verspürt, Menschen zu unterhalten, das ist doch total natürlich, dass er sich in der Rolle des Entertainers zu Hause fühlt. Und da sind Sie auch heute noch. Ja? Unsere Crew ist begeistert. Und da sind Sie auch heute dann eigentlich ja eins mit sich, oder? Wenn Sie sagen, Sie waren schon Star, heute sind Sie Entertainer, Blogger, Autor. Ist es so, dass es immer noch dieses gleiche Gefühl ist, auf der Bühne zu stehen? Und also ich bin unglaublich dankbar, dass ich ein Leben habe, in dem ich den Menschen zeigen kann, der ich wirklich bin und ich mich nicht verstecken muss. Aber die Träume haben sich auch verändert. Also ich bin sehr dankbar, weil mein Leben so viel besser geworden ist. Aber trotzdem kommt auch viel Verantwortung mit sich, weil man auch weiß, nur weil mein individuelles Leben besser geworden ist, ist das überhaupt nichts wert, wenn die Gesellschaft sich nicht dementsprechend auch mit verändert hat. Und es gibt da draußen noch so viele Menschen, die genauso sind, wie ich früher war, und die nicht das Glück haben, ein Umfeld zu haben, das ihnen erlaubt, den Menschen auszuleben, der sie sind. Und ich hätte das Gefühl, dass der ganze Erfolg, den ich habe, überhaupt nichts wert wäre, wenn ich ihn nicht auch nutzen würde, um zu versuchen, es für diese Menschen leichter zu machen. Wenn Sie sagen, Sie wollen nicht nur an sich denken, sondern auch an andere in der Situation, haben Sie dann insgesamt das Gefühl oder den Eindruck, unsere Gesellschaft ist eigentlich, was unterschiedliche Lebensformen angeht, auf dem Weg, immer noch weiter tolerant zu werden? Oder haben Sie eher das Gefühl, dass es in eine andere Richtung geht? Ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem, weil wir alle in unseren Blasen leben. Und in unseren Blasen sind sehr viele Menschen, die eine sehr ähnliche Meinung haben wie wir. Und das lässt schnell vermuten, dass die Gesellschaft genauso aussieht wie in unserer Blase. Wir sind heute Träumer unter sich. Ja, und ich spüre, dass jeder ähnliche Erfahrungen gemacht hat und am Anfang vielleicht erstmal kritisch belächelt wurde. Das ist aber nicht eine Erfahrung, die jeder Mensch macht. Und ich glaube, wenn man selber diese Kritik durchbrochen hat und sich behauptet hat, dann lernt man ja auch ganz anders, andere Meinungen und Menschen zu tolerieren. Aber man muss auch die Augen offen halten und verstehen, dass die Gesellschaft besteht aus vielen Menschen, die alle eine andere Meinung haben. Und es gibt da draußen ganz viele Menschen, die rassistisch sind, die homophob sind, die ohne Grund
andere Menschen verurteilen. Und das sind zum Beispiel in meinem Umfeld überhaupt kein Thema. Und ich könnte mich darauf ausruhen und sagen, hey, aber in meiner Welt, da finden doch alle super, wenn man anders ist. Und da wird das überhaupt nicht als Schwäche wahrgenommen. Aber was bringt mir das, wenn ich sehe, dass in der Welt von ganz vielen anderen Menschen das ja immer noch eine tägliche Existenzangst ist? Aber das hört sich so an, als ob sich eine Sache verändert hat, dass Sie sagen, wenn Sie merken, da kommt Rassistisches, es kommt Gehässiges, es kommt Intolerantes, dann setzen Sie heute nicht mehr den Kopfhörer auf. Ich nicht, aber leider ganz viele andere Menschen immer noch. Mhm. Und daran muss sich was ändern. Und ich finde, wenn man sich zum Beispiel die Medien anguckt, ich bin unglaublich dankbar, dass das Internet heute so viel Einfluss auf Menschen hat. Auch wenn ich nicht alles davon gut finde, bin ich sehr dankbar, dass Menschen sich aussuchen können, von wem sie sich inspirieren lassen, weil ich finde, man sieht super oft, dass Medien ein bestimmtes Ideal aufleben lassen. Und ich meine, wenn du erzählst, dass Frauen nach jenseits der 30 keine Rollen mehr bekommen, dann hat es ja auch einen Grund. Und dann ist es ja auch so, dass Menschen denken, okay, Frauen, ich sehe keine Frauen über 30 im Fernsehen, also hören ja auch Frauen mit 30 auf zu altern. Und man ist nicht mehr gewohnt, alternde Menschen im Fernsehen zu sehen. Man ist nicht gewohnt, alternative Schönheitsideale im Fernsehen zu sehen. Wie viele dicke Leute sieht man im Fernsehen? Wie viele Menschen mit Behinderungen sieht man im Fernsehen? Wie viele Menschen, die ein Mitglied der LGBTQI-Community sind, sieht man im Fernsehen oder auf Zeitschriften oder in Werbekampagnen? Und ich habe das Gefühl, man muss Menschen daran erinnern, dass die Gesellschaft viel bunter ist, als es uns weiß gemacht wird. Ist das auch Ihre... Ja. Ist das im Prinzip auch sowas wie Ihre innere Botschaft, dass Sie sagen, ich gehe da raus, ich bin bunt, ich zeige das, ich bin dieser Farbtupfer, dass alle auch sehen, das ist die Palette, die unsere Gesellschaft ausmacht? Ich glaube schon und ich hoffe, dass durch das, was ich tue, Menschen einfach verstehen, dass Anderssein nichts Schlimmes sein muss und vor allem hoffe ich, dass junge Menschen oder auch ältere Menschen ermutigt werden, an ihre Träume zu glauben. Weil ich hatte niemanden, der an meine Träume geglaubt hat, außer mich selber. Und es hat gereicht, um diese Träume wahr werden zu lassen. Dann muss man sich mal vorstellen, was für großartiges Potenzial freigesetzt wird, wenn man auch andere Leute dazu bringen kann, an ihre Träume zu glauben. Und ich glaube, das kann unglaublich viel Gutes in der Gesellschaft bewirken. Und ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Vielen Dank, Herr Simonetti. Dankeschön. Es ist ja so, dass manche Träume nicht immer in uns drin sind oder vielleicht sind sie schon in uns gewesen, aber sie werden erst nach und nach erst so richtig zutage gefördert. Und manchmal steckt auch ein tragisches Ereignis dahinter, das uns zu neuen Zielen und Träumen führt. Frau Sorab, Sie sind bereits mit einer Augenkrankheit zur Welt gekommen. Mhm. Die heißt Retinitis pigmentosa. Was ist normalerweise der Verlauf dieser Krankheit? Also erst einmal muss ich dazu sagen, dass diese Netzhauterkrankung bei mir gar nicht am Anfang diagnostiziert wurde. Mhm. Ich war ungefähr 1,5 Monate alt, als meine Mama festgestellt hat, dass ich ein Augenzittern habe. Und sie ist sehr besorgt mit mir zum Kinderarzt gegangen, der mich dann danach in eine Augenklinik geschickt hat. Und dann wurde Nystagmus, eben dieses Augenzittern, diagnostiziert. Und es wurden weitere Untersuchungen durchgeführt, wo dann eben diese Retinitis pigmentosa auch festgestellt wurde. Und kann man das denn verlangsamen oder kann man das irgendwie behandeln? Man hätte es damals zu dem Zeitpunkt behandeln können. Man hätte diese Sehkraft, die ich damals als Säugling hatte, nämlich eben noch völlig normal, mit einer Operation erhalten können. Die war natürlich unfassbar riskant. Mhm. Und meine Eltern haben sich, muss ich heute sagen, ja leider dagegen entschieden und haben diese Operation nicht gemacht, was mir heute einiges erspart hätte. Mhm. Sie haben dann eine Kindheit verbracht, eigentlich ohne große Sehprobleme, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Sie konnten Fahrrad fahren, alles Mögliche. Genau. Gab es denn irgendwann dann schon mal erste Anzeichen, dass das Ihr Augenlicht schwächer wird? Oder? Also ich muss sagen, umso älter ich wurde, das fing an, also im Kindergarten war alles normal und als ich in die Grundschule kam, fing es eben an, dass ich die Schrift auf den Arbeitsblättern nicht mehr so gut lesen konnte. Dann kam eine Brille dazu. Mhm. Dann fing es an, dass ich Dinge von der Entfernung nicht mehr gut lesen konnte, wie zum Beispiel auf der Tafel. Dann musste ich ein Monokular oder sowas verwenden. Und so steigerte sich das immer. Ich wurde extrem lichtempfindlich, das heißt im Sommer, wenn wir natürlich draußen waren, gespielt haben, war ich immer schon
relativ eingeschränkt und gehandicapt. Und so ging das dann immer weiter. Und ich war natürlich innerhalb dieser ganzen Jahre immer in ärztlicher Behandlung. Und es wurde immer alles beobachtet. Und meine Eltern hatten wirklich unfassbar große Angst, da sie eben diese Entwicklung gesehen haben, dass das Augenlicht irgendwann weg ist. Aber hat man damit gerechnet, dass das früh passiert? Oder ist es normalerweise Nein. irgendwann, wenn man ziemlich alt ist? Also uns wurde immer gesagt, dass wenn der Fall der Erblindung überhaupt eintreten sollte, dann wirklich erst im hohen Alter wäre. Und selbst das wäre bei der Form, wie ich sie habe, eben extrem unwahrscheinlich. Weshalb es mich ja dann ja auch wirklich so unvorbereitet und auch so extrem hart dann getroffen hat. Und das war, als Sie 16 waren. Genau. Erzählen Sie mal, was war das für ein Tag? Was haben Sie da gemacht? Wie haben Sie den erlebt? Also ich glaube, wir hatten Ferien, das war im Januar 2008, genau der 4.1. oder beziehungsweise die Nacht vom 3. auf den 4.1. Und wir waren alle gemeinsam mit meiner Familie zusammen, bei meiner Oma und meine Tante aus den Niederlanden war angereist und es war alles so wie immer. Also ich war gut gelaunt, es war eine tolle Stimmung, wir haben alle toll gegessen. Und ja, wir Kinder sollten dann abends irgendwann schlafen gehen und ich bin nachts irgendwann aufgewacht gegen 2-3 Uhr und habe Durst bekommen und wollte in die Küche gehen. Und meine Oma hatte eine sehr große Wohnung und man hat noch die Erwachsenen so aus dem Wohnzimmer reden gehört, die hatten aber die Tür zu und der ganze Flur war komplett dunkel. Und dann bin ich erstmal aufgestanden, habe mich dann zum Flur eben vorgetastet, habe auf den Lichtschalter gedrückt und dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Und habe dann meine Schwester gerufen, beziehungsweise sie dann geweckt und gefragt, ob sie mir ein Glas Wasser holen könnte. Das Licht geht nicht an und ich will jetzt nicht die anderen wecken. Und dementsprechend genervt, wie ich sie ja aus dem Schlaf auch gerissen hatte, sagte sie, hä, bist du bescheuert? Das Licht ist doch an. Ja. Und dann, also, haben Sie das gleich verstanden? Oder? Überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, wie mir wirklich geschah. Also das Nächste, was ich dann wirklich gemacht habe, war, dass ich mir die Hände vors Gesicht geschlagen habe und ich nichts gesehen habe. Und dann fing es, also ich bin dann wirklich in einen Schockzustand verfallen und habe auch wirklich bis heute immer noch so ein paar Gedächtnislücken, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, wie ich wirklich darauf reagiert habe oder was ich dann gesagt oder getan habe. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass meine Familie dann um mich herum versammelt war. Meine Mutter war unfassbar schockiert und hat aber gleichzeitig versucht, irgendwie Ruhe zu bewahren. Meine Tante hat mir gleichzeitig geholfen, irgendwie meine Schuhe anzuziehen. Und dann sind wir eben auch schon ins Krankenhaus gefahren. Und gab es da dann irgendwann den Moment, dass Sie wussten, ja, das wird jetzt wahrscheinlich so bleiben oder dass Sie das erfahren haben? Auch das hat echt Stunden gedauert. Also wir waren dann natürlich in der Notaufnahme und bis man dann da dran kam und so weiter. Und es hat einfach keiner gesagt, was jetzt los ist. Also es kamen Ärzte rein und raus und jeder hat seine Tests gemacht. Und keiner hat gesagt, was jetzt eigentlich los ist. Und dann kam irgendwann der Oberarzt, der mich dann gefragt hat, wie alt ich bin. Und da ich eben nicht volljährig war, wurde ich dann aus dem Untersuchungsraum geschickt, sodass er dann mit meinen Eltern alleine gesprochen hat. Und ich war dann mit meinem Onkel gemeinsam auf dem Flur. Man konnte aber noch hören, was drin eben gesprochen wird, da wir direkt vor diesem Raum waren. Und was haben die dann gesagt? Ich habe den Satz vom Arzt wirklich bis heute noch wortwörtlich im Ohr, als er zu meinen Eltern sagte, wir können aktuell für ihre Tochter nichts machen, es ist jetzt wirklich Endstation. Man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, Sie waren ja in einer Situation in der Schule mit einem Umfeld, mit Freundinnen, mit Freunden. Und plötzlich erfahren Sie das. Und dann irgendwann sickert das ja wahrscheinlich ein, diese Erkenntnis, das wird sich vielleicht nicht ändern. Wie sehr hat sich denn dann Ihr Leben verändert in den nächsten Wochen gleich? Komplett. Also mein Leben hatte sich wirklich um 360 Grad gedreht. Ich muss sagen, ich war immer ein Mensch, der gerne unter Leute war und nie eigentlich so gerne alleine war. Und ich habe mich komplett zurückgezogen. Ich wollte von niemandem irgendwas hören. Ich war eigentlich die ganze Zeit nur in meinem Zimmer und habe in meinem Bett gelegen und ja, gefühlt so ein bisschen vor mich hin vegetiert. Also
Es ist auch bei mir überhaupt nicht klar geworden oder nicht angekommen, das ist jetzt dein Zustand und du musst jetzt damit leben. Hm. Ich wusste zwar, okay, du bist jetzt blind, aber wie geht dein Leben jetzt weiter? Das hat alles für mich vorne und hinten keinen Sinn mehr ergeben. Sie mussten dann die Schule wechseln, ne? Genau. Hat sich auch ihr Bekanntenkreis, ihre Freundinnen, waren ihre Freundinnen noch ihre Freundinnen oder hat das auch nicht mehr so funktioniert? Doch, also ich muss sagen, viele meiner Freundinnen sind Gott sei Dank auch tatsächlich bis heute noch an meiner Seite. Es sind natürlich auch Freunde weggefallen, die natürlich aus meiner jetzigen Sicht auch als erwachsene Frau einfach keine Freunde waren. Mhm. Man kann es den Leuten aber auch nicht übel nehmen, weil sie es einfach vielleicht auch nicht anders kennen und auch selber mit dieser Situation einfach extrem überfordert waren oder auch vielleicht bis heute immer noch sind, weil sie in ihrem Leben oder in ihrem alltäglichen Leben damit nicht konfrontiert werden. Mhm. Man muss dazu sagen, Sie waren immer schon so an Mode auch interessiert, so an Beauty und an diesen Dingen. Und irgendwann sind Sie dann in eine Parfümerie gefahren und haben sich schminken lassen. Wie war das? Erzählen Sie mal, wie war das für Sie? Und ja, also ich hatte natürlich, der Schulwechsel war dann da. Ich bin auf eine Blindenschule gekommen und musste ja wirklich auch erstmal alles neu erlernen. Und ich habe damals eine Trainerin von der Krankenkasse an die Seite gestellt bekommen, die mir wirklich von A bis Z beigebracht hat, wie lerne ich jetzt mit Besteck zu essen, wie putze ich mir richtig die Zähne, wie finde ich meine Sachen in meinem Kleiderschrank wieder. Und irgendwann habe ich sie mal gefragt, ob es denn möglich ist, sich als Blinde selber zu schminken. Und sie war total überrascht von meiner Frage und hat mir gesagt, dass das möglich ist. Und sie ist dann das erste Mal mit mir in eine Parfümerie gefahren. Und ich wurde dort von einer Make-up-Artistin das allererste Mal tatsächlich wirklich komplett geschminkt, also full face. Und es hat sich unbeschreiblich toll angefühlt. Ich kann nicht sagen, was das mit mir gemacht hat, weil ich nicht, dass es mich äußerlich verändert hat, sondern es hat mich selbstbewusster und stärker gemacht in meinem Auftreten. Und was ist dann entstanden? Ist das schon der Traum entstanden, damit mehr zu machen, das weiter zu tun und daraus was zu entwickeln? Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass es mit mir als Person und mit meinem Charakter und mit meinem Selbstbewusstsein irgendwas macht. Mhm. Und dann stand einfach für mich fest, okay, du willst das jetzt wirklich lernen und du packst das jetzt an. Und ich bin nach Hause gefahren und meine Trainerin hat mir gezeigt, wie ich mich komplett nur rein mit den Händen schminken kann. Mhm. Keine Make-up-Schwämmchen, keine Pinsel, kein gar nichts. Von der Grundierung bis zum Lidschatten, alles. Und so habe ich dann angefangen, das eben zu üben, mich weiterzuentwickeln, denn ich wollte dann irgendwann auch nicht mehr auf dem Level stehen bleiben und neue Dinge ausprobieren. Und dann habe ich gedacht, es wird ja auch andere Menschen geben, die in derselben Situation sind wie du oder die vielleicht gar nicht blind sind oder irgendwas anderes erlebt haben, gerade in einem unfassbar tiefen Loch stecken. Und ich möchte ihnen mit meiner Geschichte Mut machen und ihnen zeigen, dass es sich trotzdem immer lohnt zu kämpfen und aus seinem Leben auf jeden Fall das zu machen, wie man es sich selber wünscht und tatsächlich auch erträumt. Sie sind dann ja auch Schritte gegangen. Es gibt ja bei YouTube und auf anderen Plattformen auch Videos, auch viele, die da Beauty-Tipps geben. Was ist das Problem für Menschen mit einer Sehbehinderung oder Menschen, die blind sind? Wenn ich mir natürlich auf YouTube, wenn ich da jetzt irgendwie eingebe, Alltags-Make-up, dann werde ich mit Tausenden, Millionen von Videos überflutet. Und ich schaue mir oder höre mir solche Videos auch selber heute noch immer unfassbar gerne an. Aber mir fehlt natürlich die Information, wenn jetzt ein besonders toller Augenlook geschminkt wird, irgendein toller Make-up-Look, den ich von der Vorstellung her super finde, aber ich nicht nachvollziehen kann, welche Lidschattenfarbe benutzt sie jetzt? Was für einen Pinsel verwendet sie dafür? Wie stark muss die Farbe aufgetragen werden? Wo muss sie überhaupt aufgetragen werden? All diese Informationen fehlen mir, weil die Person in dem Video zeigt natürlich, ja, jetzt gehe ich da rein und das trage ich dann da auf. Und ich sitze da und denke mir so, ja, wo gehst du jetzt rein? Womit gehst du rein? Und wo trägst du das auf? Und irgendwann ist so die Idee entstanden, zu sagen, okay, all diese Informationen, die fehlen,
die müssen einfach gefüllt werden. Und so ist dann auch meine Idee entstanden, eben eigene Videos zu produzieren. Sie haben dann auch eine bekannte Make-up-Artistin ja auch noch kennengelernt. Sie haben dann auch für den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband auch Videos produziert. Genau. Und sowas gab es in Deutschland bis dahin noch nicht. Da waren Sie die Erste. Das stimmt. Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Make-up-Tutorial. Du setzt den Lippenstift in der Mitte an und verteilst die Farbe mit dem Stift im Inneren der Lippen. Ich persönlich liebe es, Highlighter aufzutragen, da dieser den Ton nochmal richtig schön strahlen lässt. Nehme ein Wattestäbchen, auch Q-Tip genannt, zur Hand und fange an, den Lippenstift zur Lippenkontur hin zu verteilen. Das war's eigentlich auch schon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachschminken. Bis dann! Nun haben Sie aber gesagt, das soll es nicht gewesen sein. Sie wollten dann auch noch zertifizierte Make-up-Artistin werden. Warum? Nach den ganzen Videos war natürlich die Nachfrage unfassbar groß, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und dann kam auch relativ schnell eben auch die Frage nach Workshops. Kannst du uns Seminare geben? Und dann dachte ich, okay, Moment, bevor ich den Leuten jetzt Kurse gebe, muss ich erstmal auch wirklich selber das professionelle Know-how haben, um den Leuten die entsprechenden Tipps zu geben. Und dann habe ich eine Make-up-Akademie bei uns in Hannover kontaktiert, die Deutsche Pop. Und habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich bin Tina, ich bin blind und habe meine Videos an sie geschickt und eben angefragt, ob sie mich zum Make-up-Artist ausbilden würden. Ich habe erstmal eine ganz lange Zeit nichts von ihnen gehört. Erstmal ja, wir geben das weiter und Wochen kam erstmal nichts. Und dann, ich glaube etwa 3 bis 4 Monate später, habe ich dann die Anmeldeunterlagen in der Post gehabt, war dann eine Woche später bei meinem Erstgespräch bei meiner Dozentin, die mich dann ausbilden sollte. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Und Sie sind heute zertifizierte Make-up-Artistin. Erstmal Gratulation dazu. Vielen Dank. Nun können Sie aber andere nicht direkt schminken. Wie sieht Ihre Arbeit aus? In meinen Workshops ist es so, dass ich natürlich nicht nur alleine dort bin, sondern immer auch mit ganz normal sehenden Make-up-Artists arbeite, die dann eben auch für mich einfach als Auge arbeiten. Die schauen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das eben umsetzen, das, was ich erkläre. Natürlich auch die Beratung machen, welcher Foundation-Ton passt, Lippenstifte etc. Und ich gebe eben einfach nur die Anleitung, wie man das eben mit den entsprechenden Tipps und Tricks an sich selber umsetzen kann. Sie sind ja verheiratet, Sie haben einen Sohn. Sie haben ja auch gesagt, mit dem, was Sie machen, was Sie in Gang gesetzt haben, möchten Sie auch anderen Mut machen. Wenn Sie das mal so von unserer gesamten Gesellschaft aus sehen, auch im Sinne von Barrierefreiheit, welche Errungenschaften finden Sie schon gut und wo könnte man noch was tun? Was ist da Ihr Traum? Unsere Gesellschaft ist in allem wirklich so fortgeschritten, alleine schon wie viele Möglichkeiten wir mit der Technik haben. Ich kann mein iPhone nehmen, die Sprachausgabe aktivieren, WhatsApp-Nachrichten schreiben, auf Instagram selber meine Posts machen, andere Posts mir anschauen und durchlesen. Aber auf der anderen Seite finde ich es wirklich unfassbar traurig, wie eingeschränkt oder wie wir noch an Klischees und Vorurteilen teilweise auch vielleicht unbewusst festhalten, weil wir es nicht anders kennen. Und das, was Ricardo vorhin gesagt hat, auch, dass wir Leute kategorisieren, ihnen einen Stempel aufdrücken und sie in eine Schublade denken. Und da möchte ich mit meiner Geschichte und tatsächlich auch mit meiner Arbeit hinkommen, zu sagen, ich bin zwar blind und habe eine Behinderung, aber ich bin genauso ein Mensch und vor allem eine Frau, wie jeder andere auch. Vielen Dank, Frau Sora. Danke. Herr Schmid, wir haben jetzt so viele Menschen hier heute auch kennengelernt, die sich Träume erfüllt haben, auch große Träume erfüllt haben. Ist denn jeder, Sie haben das schon mal angedeutet, ist denn jeder Traum eigentlich dazu da, dass wir ihn erfüllen, oder reicht es auch manchmal schon, so in die Richtung zu gehen? Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe aus dem vergangenen Jahrhundert, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass er sich eines wünscht, dass seine Träume niemals in Erfüllung gehen, damit er immer träumen kann. Der hat verstanden, dass die Träume auf der Ebene der Möglichkeit sind.
Und auf der Ebene der Möglichkeit können sie sich maximal entfalten. Sobald wir in die Wirklichkeit gehen, haben wir zum Beispiel mit der Gesellschaft zu tun. Und das heißt, andere Menschen haben andere Ideen und Interessen. Und die können meinen entgegenstehen. Das muss nicht prinzipiell schlimm sein. Gesellschaft verändert sich. Wir müssen nur die vergangenen Jahrzehnte angucken. Die 60er und 70er und 80er Jahre sahen ganz anders aus in diesem Land. Gebt den Leuten Zeit, dass sie ihre Gewohnheiten ändern. Wir wollen auch nicht von heute auf morgen aus unseren Gewohnheiten rausgerissen werden, weil nun eben einer daherkommt und sagt, aber mein Traum möchte ich jetzt, dass die ganze Gesellschaft ihn realisiert. Gemach, es geschieht, aber eben mit der Zeit. Aber mit der Rebellion, die auch die Möglichkeit sieht. Vielen Dank an unsere Gäste von Träumern und Spinnern. Vielen Dank. Ja, genau. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann mit dem Thema nachhaltig und fair. Geht das überhaupt? Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön.